Hallihallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mafia 2. Ja, wir müssen irgendetwas aufdecken in diesem Schlachthof. Drei Leute sind verschwunden. Naja. Und wir haben Luca bis hierhin verfolgt zu einem Schlachthof. Ich will den Hund nicht. Ich hasse sowas ja. Ist da jemand? Klar, hallo. Also halt's Maul, so sagen wir Hackfleisch aus dir. Was? Blöder Köter. Verdammt, da sind sie. Jetzt kriege ich dich, du knochiger kleiner Scheißkerl. Oh Gott. Ach so, Ah, wahrscheinlich hier, ne? Jawohl. Hatte ich nicht gesehen. Okay, wenn ich schieße, werden sie umgelegt. Wo war nochmal Schlagen? War das gar. Achso. Okay. Ist anscheinend nur ein Mitarbeiter oder so. Nein! Was zur. Alter! Warum macht er denn sowas? Gibt's ja gar nicht. Okay. Ich hoffe, der Boss weiß, was er hier treibt. Natürlich weiß der Boss, was er hier macht. Ich höre, du was ist denn das hier? Ich hoffe, der. Okay. Da kann ich nichts machen. Ich stehe hier nicht den ganzen Tag rum. Ich habe keine Lust, alles allein zu machen. Ich rauch doch nur eine. Reg dich ab. Ja, den Spruch kenne ich schon. Ich rauch doch, ich geh doch nur eine rauchen mit meiner riesen Rindskeule oder was das war, Schweinekeule. Scheiße. Okay. Du bist krank, weißt du das? Hat da jemand geschrien? Ach was, eins der Schweine hat gekriegt. Nein, ah, schön. Das war kein Schwein. Das klang mir nach. Arc ist installiert. Das war ein Schwein. Hör nicht hin. So, hier haben wir wahrscheinlich nichts, ne? Ich hasse das. Also, okay. Ist immer noch kündigen? Oh! Alter. Vielleicht nächsten Monat. Ja, warum nicht? Scheiße, ey, was mache ich hier? Ja, klar. Vielleicht. Soll das ein Scherz sein? Wo soll dich denn anstellen? Ah, oh, nee. Sind die. Steht er da schon die ganze Zeit? Okay, hier ist ein Schloss vor. Yeah, was ist das denn für eine Zermatschmaschine? So. Hey, ihr beiden. Schichtwechsel. Was soll das heißen, Schichtwechsel? Hast du Tomaten in den Ohren? Ihr seid fertig für heute. Aber ich habe erst die Hälfte von. Muss ich es nochmal sagen? Schichtwechsel! Verpisst euch von hier! Okay, soll mir recht sein. Gehen wir. Komme sofort! Ach, ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste, ey, Scheiße. Wie komme ich denn an denen vorbei? Der eine guckt doch. Oh, Leute. Ich weiß nicht von dem Stoff und wo ihr das Geld dafür herhattet. Falcone hält sich für so scheiß schlau. Aber damit kommt er nicht durch. Na los, wie habt ihr das Zeug in die Stadt? Ich weiß überhaupt nicht. Richtiger James Bond. Ich bin nur ein Buchhalter. Versuch bloß nicht, mich für dumm zu verkaufen. Soll's dir so gehen wie dein Kumpel hier? Da, schau ihn dir gut an. Glaubst du, du bist härter im Nehmen als er? Wenn wir mit euch fertig sind, dann. Was ist mit dem Gesicht los? Haben wir einen Schlaganfall?
Ich muss mir nur gut überlegen, ob ich so nett sein soll, euch vorher euer verdammtes Licht auszublasen. Ah, kleiner Wichser, ey. Was ist das für ein ekelhafter Gestank? Hey, wer ist denn da? Alter, ernsthaft? Was bist denn du für einer? Spielt das wandelnde Scheißhaus hier den Helden oder was? Halt die Fresse, Luca! Hey, dich kenne ich doch. Klar, du bist doch der Kumpel von diesem Schwachkopf Barbaro. Ich hab gedacht, du sitzt noch im Knast. Was soll das hier werden, wenn's fertig ist, Kleiner? Falcone schickt mich. Es gefällt ihm nicht, dass irgendwelche Schwanzlutscher seine Jungs zu Hackfleisch verarbeiten wollen. So, du gehörst jetzt also zu Falcone, hä? Herzliches Beileid. Dir fehlt der Durchblick, sonst wäre dir klar, dass du im Bau wesentlich besser aufgehoben warst. Aber das ist jetzt sowieso egal. Alter. Was ist das denn für ein Schrank? Ja. Los, Sammy, nicht so zimperlich. Komm, 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 komm. Nochmal. Komm, 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 komm. Das gibt es nicht. Ich möchte nicht mit dir tauschen, Arschloch. Ja. Tja, ich würde auch nicht mit ihm tauschen wollen. Ach Mann, auch schon wieder Quicktime verpasst. Ich möchte nicht mit dir tauschen. Ah, okay, geht doch. Junge. Also. Jungs, macht ihn fertig. Ach, komm schon. Ach da. Wo sind die Jungs denn? Ihr Jungs? Habt euch mit den Falschen angelegt, Arschlöcher. Gar nicht. Was ist das? Ach so. Ach, wir sind. Also will er mich. Danke. Hat Eddie geschickt? Wer ist Eddie? Ach so, ja klar. Aber Frankie, ich bring den Hurensohn um. Ist das Frankie? Beans, bleib hier und rühr dich nicht vom Fleck, bis wir dich holen. In Ordnung. In Ordnung, aber vergesst mich nicht. Okay, okay. Quatsch. Der hat eine Waffe. Schieß! Lass es lieber. Nimm das Fall in die Manne. Nicht schlecht. Nicht schreckbild. Alter. Okay, Vito. Kauf mir uns den kleinen Wichser. Okay. Sehr gut. Thompson ist wieder voll. Biss dich in die Hose, bis ich mit ihm fertig bin. Was ist? Okay. Sind Sie erledigt? Ja. Ja. Rate mal, wer als nächster dran ist. Viele Männer mit vielen Waffen sind hierher unterwegs. Scheiße, zu spät. Da kommen sie. Knallen Sie an. Ich komme zu. Gib mir Deckung. Es läuft so unstabil, ne? Was für die rein? Gib mir weg, ich bin doch... Ja, sag doch was, komm! So...
Ja, cool. Also wenn mehr los ist, läuft's echt nicht flüssig. Es ist so schade. Obwohl, ich bin mir relativ sicher, dass es damals auf meinem PC, der für damalige Verhältnisse echt schnell war, auch dauerhaft geruckelt hat und nicht flüssig lief, also... Es ist anscheinend ein generelles Problem des Spiels. Was? Lasagne? Moment. Wenn hier einer Lasagne mag, dann bin ich das. Einer noch, ne? Ja, da! Das glaube ich eher nicht. Ach komm schon, er hätte voll treffen müssen. Fuck. Das war ja mal ganz daneben. Alles klar. Hat Spaß gemacht. Jetzt schnappen wir uns den kleinen Schwanzlutscher. Kriegen wir hin, nur noch einmal eben hier ein bisschen. Lass mich rein. Muni mitnehmen? Achso, die haben wir trotzdem schon aufgesetzt. Okay, ja gut. Alles klärchen. Huch. Alter. Jetzt mach doch einfach die Tür auf, ey. Scheiße. So kriege ich die Tür nicht auf. Ja, wir brauchen etwas Schweres. Ein Rambock oder so. Ich hab's. Wir nehmen die Karre. Welche? Verfluchter Hurensohn. Ich dreh dem Scheißkarren endlich den Hals um. Hält sich für verdammt schlau. Hält sich wohl für verdammt schlau, was? Na los, dann komm doch her! Scheiße, was macht der Wichser da drüben? Das frage ich mich allerdings auch. Wie wollen die da durchkommen? Scheiße! Verschwinde, du Arsch! Ich prügel dir jeden Knochen einzeln aus dem Leib, du kleiner schwanzlutschender Hurensohn! Die Grobarbeit ist erledigt. Ich vergnüge mich noch ein bisschen mit ihm, bevor ich ihm den Rest gebe. Bist du dabei? Danke für die Einladung, aber ich verzichte. Dich ekelt's vor Blut, hä? Nein, mich ekelt's vor Luca. Kann ich verstehen, aber da entgeht dir was. Gibt viele hübsche Spielzeuge hier in dem Laden. Warte. Eddie wollte, dass ich mich um ihn kümmere. Mach dir deswegen keine Gedanken. So wird's nur ein bisschen länger dauern. Dieser Dreckskerl hat keinen schnellen Tod verdient. Ich schätze, da hast du recht. Ich, geh mich mal waschen. Ich stink ja schlimmer als eine Jauchegrube. Sag Eddie, dass er Luca abhaken kann. Hey, Beans, mach die Tür auf. Es ist alles vorbei. Du lebst noch? Ja, was hast du erwartet? Hilfst du mir, unseren Freund Luca zu verarzten, bevor wir uns von ihr verziehen? Eigentlich wäre das nicht mehr als gerecht. Was soll ich jetzt davon halten? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Gut, wir nehmen uns einfach mal Lukas Karre. Den ganzen Weg wieder zurück. Ey, schade, dass es keine Schnellreise gibt. Entschuldigung. Schade, dass es keine Schnellreise gibt. Das ist ein bisschen nervig. Naja. Was willst du machen, ne? Was willst du tun? So. Hier ist der Schrottplatz. Was mir aufgefallen ist, wenn man früher gehupt hat, sind die Autos viel öfters einfach mal aus dem Weg gefahren. Das machen die jetzt nicht mehr so viel. Sind die Autofahrer aggressiver geworden? Sind sie abgestumpfter geworden? Man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Was rede ich denn da? Gut.
Gut, jetzt geht's wieder in die Innenstadt. Auf nach Downtown. Glaube ich. Ja, wieder zu diesem Schickimicki-Laden, ne? So. Ah, okay. Vielleicht geht's doch noch. Man muss nur nah genug dran sein, ne? Ui. Junge. Das war knapp. Oh. Das war auch knapp. Warte mal, hier geht's. Ach, scheiße. Ach, egal. So. Mal gucken hier einmal rum. Um das Eck. Und dann müssten wir ja auch. Das ist gar nicht Downtown, das ist Midtown. Hm. Und dann müssten wir eigentlich auch schon fast da sein, oder? So, guck mal, ich habe sogar seinen Wagen mitgebracht. Wenn das nicht Loyalität ist. So. Abrinda. Auf und er macht. Oh ja, oh ja, oh ja. Ach du lieber Himmel, hat er wer einen verlassen? du heilige Scheiße. Bade gefälligst das nächste Mal, bevor du hier antanzt. Du wolltest, dass ich danach gleich komme. Glaubst du, ich lauf gern so rum? Okay, okay, okay. Was ist mit Luca? Erledigt. Sehr schön. Wie geht's unseren Jungs? Hast du sie gefunden? Ja, Luca hielt sie im Schlachthof gefangen. Frankie ist tot, aber Balls und Beans sind okay. Luca hatte sie gerade in der Mangel, als ich kam. Irgendwelche Zeugen? Nur ein Dutzend Leibwächter von Luca, die uns massakrieren wollten. Sag mir vom Leib mit deinem Gestank. Es war echt heftig. Ja, klingt nach einer haarigen Geschichte. Aber hey, du hast die Sache durchgezogen und bist dann rausgekommen, richtig? Geh jetzt und wasch dich, bevor du noch allen hier den Appetit verdirbst. Und verbrenn die verfluchten Klamotten, ist ja nicht zum Aushalten. Da hat er wohl recht. Mach ich. Ich gebe mir Mühe, dass ich nicht in der Badewanne ertrinke. $5,000. Was zur Hölle? Jawohl. Was? Wechsel deine Klamotten. Warte mal, das ist unser Warte mal, da wohnen wir, oder? Da wohnen wir. Dann würde ich sagen, wir fahren jetzt noch schnell nach Hause. Und das war's dann. Für diese Folge. So. Gut. Verfolgung von Rasa aufgenommen. Roger. Läuft. Müssen wir hin, ne? Ich glaube ja. Oh Leute, ey. Endlich aus den Klamotten raus. Junge, Junge, Junge. Ne, warum? Klappt doch so auch ganz gut. So.
Einmal nach oben. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.